Pandy ist ein Pokémon mit dem Typ Normal und existiert seit der dritten Spielgeneration. Pandy ist ein kleines, zweibeiniges und braun gepunktetes Pokémon. Sein Aussehen und sein Fellmuster erinnern an einen Panda-Bären. Es besitzt einen runden Kopf mit zwei langen Ohren, zwei Augen, einen kleinen schwarzen oder einer kleinen schwarzen Nase und einen Mund. Seine Augen und seine Ohren haben ein Spiralmuster, welches sein verwirrt wirkendes Verhalten widerspiegelt. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass Pandy hin und her taumelt, statt gerade zu gehen. Sein Körper ist mit je zwei Armen und zwei kurzen Beinen ausgestattet und am Hinterleib besitzt es einen runden Schweif. Der Kopf, die Arme, die Hüfte und der Beckenbereich sind rot gepunktet. Pandias Kopf und Ohren sind bei fast jedem Exemplar anders gemustert. Für die Anordnung gibt es in den Spielen theoretisch unfassbar viele Möglichkeiten, die fast ins Unendliche gehen. Damit hat Pandy vor Pokusan, Icognito, Vivillon und Arceus mit weitem Abstand die meisten unterschiedlichen Formen. Dies ist der Fall, da das Muster durch den Personality Value berechnet wird, der eine 32 Stellen lange Folge von Einsen und Nullen darstellt. Er kann die gleiche Anzahl an verschiedenen Werten annehmen. Durch die Möglichkeit von Überlagerungen und Flecken außerhalb des sichtbaren Bereiches ist die reale Anzahl der unterschiedlichen Musterungen jedoch geringer. Pandias Shiny Form hat hellgrüne Flecken, ansonsten ändert sich seine Farbe nicht. Pandy zeichnet sich durch sehr ausgeglichene Fähigkeiten aus, verlässt sich jedoch im Kampf vor allem auf seine körperlichen Kräfte, die es dem Gegner mit Attacken wie Risikotackle, Dreschflegel oder Fuchtler entgegenwirft. Pandias wirre Art, sich fortzubewegen, schlägt sich in der Attacke Irrschlag, vor allem aber in Taumeltanz wieder, welche seine Spezialattacke war. Sie ermöglicht es Pandy, alle im Kampf anwesenden Pokémon zu verwirren. Auch seine Fähigkeiten drehen sich um Verwirrung. So können Pandy mit Gleichmut selbst jeglicher Verwirrung entgehen oder mit Taumelschritt leichter fliehen, sollten sie verwirrt sein. Seltene Exemplare können über die versteckte Fähigkeit Umkehrung verfügen, welche Statusveränderungen ins Gegenteil verkehren. Wilde Pandy sind in felsigen, bergnahen Graslandschaften wie der Route 113 in Hönn oder dem Tenkarat-Hügel in Alola anzutreffen. Man sagt, dass jedes Pandy auf der Welt ein einzigartiges Fleckenmuster auf seiner Haut trage, woran man zwei Exemplare wie bei einem Fingerabdruck eindeutig unterscheiden könne. Das Punkt-Panda-Pokémon löst dadurch die Begeisterung eingefleischter Fans aus, die es sich zur Aufgabe machen, auch feinste Unterschiede zu identifizieren. Obwohl es sich große Mühe gibt, das Gleichgewicht zu wahren, ist es dazu nicht in der Lage und entwickelt einen höchst seltsamen Gang. Seine schlingernden, tänzenden Bewegungen verursachen bei ihm selbst nach einer gewissen Zeit Übelkeit, vor allem aber verwirrt es andere Pokémon damit. Besonders Pokémon wie Molunk, deren Jagdstrategie auf Verwirrung beruht, kommen damit nicht zurecht. Und dabei hat Pandya keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seinem Typ Normal ist es immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.